Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales. Jetzt, wo wir ein leckeres Feuer gemacht haben, können wir auch mal die Gießkanne dranhängen und warmes Wasser erzeugen. In Ordnung. Die Gießkanne mit dem kalten Brunnenwasser hängt am Gestell. Okay, dann können wir den Zettel... Die Bohnen habe ich. Yep. Und wie war das mit dem Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Ah, nicht mehr filtern? Okay. Dann kippen wir das mal rein. Na, geh mal gerade bitte etwas rüber. So. Ach, geht wohl noch nicht. Im Kamin prasselt ein munteres Feuer, wie man so schön sagt. Okay, dann gehen wir mal raus. Kocht's mittlerweile? Ach, wir müssen den Halterarm noch drehen. Okay. Mal sehen. Ah. Das Wasser kocht. Gut. Dann... Na. Würde ich ganz gern das Pulver reinmachen. Will aber nicht. Ach, vielleicht muss ich den Arm nochmal zurückholen. Okay. Eine Gießkanne voll heißem Wasser. Na gut. Das Wasser verfärbt sich bräunlich. Und es riecht... nicht übel. Damit ist der Treibstoff für die Maschine fertig. Die Maschine, die mit Kaffee läuft. Sind wir das nicht alle? Also ich meine, ich trinke ja keinen Kaffee, aber... Okay, Maschine. Und wehe, dieser ganze Aufwand war umsonst. Hallo? Du, Geist, ich muss in den Geheimkeller. Hilfst du mir jetzt? Da ist ein Affe drin. Das ging doch mal ganz gut. Aber bevor wir da reingehen, werden wir noch erstmal uns den Sarkophag anschauen. Sieht aus wie ein uralter Sarkophag. Seltsam. Hier an der Seite sind Scharniere wie bei einer Tür. Okay, machen wir doch mal auf. Schade, nur eine stinkende Mumie. Was haben wir hier? Was tust du, Mortimer? Was zum... Habt ihr... Hast du gesprochen? Hä? Du sprichst? Ich? Nein. Doch, ganz offensichtlich. Was ist offensichtlich? Na, dass du sprechen kannst und es auch tust. Aber selbstverständlich. Aber eben meintest du, du würdest es nicht. Warum bist du so komisch, Mortimer? Ich bin nicht Mortimer. Wo ist Mortimer? Heißt MacGuffin, der Gremlin-Archäologe, der hier lebt, so? Wie? Mortimer. Ja? Du heißt Mortimer? Aber nein! Ich glaube, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Ich glaube, du wirst langsam tüttelig, Mortimer. Okay. Vermutlich gibt es nur wenig Sauerstoff im Sarkophag. Na? Können wir denn nochmal mit der Mumie reden? Wer bist du eigentlich?
Hattest du einen Unfall in einer Mullbindenmanufaktur? Nein, ich bin eine Mumie. Wird Mumien bei der Mumifizierung nicht das Gehirn durch die Nase gezogen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schon. Das erklärt natürlich einiges. Die Stimme von der Mumie kommt mir auch bekannt vor. Ich kann sie allerdings im Moment nicht zuordnen. Ich bin nicht Mortimer. Ich sage es dir noch einmal, ich bin nicht Mortimer. Natürlich nicht, wenn du das sagst. Mortimer wurde entführt und ich wollte ihn retten. Das ist ja schrecklich. Du musst dich verstecken. Ich? Wieso? Man will dich entführen. Das hat man schon. Mortimer meine ich. Man hat Mortimer schon entführt. Aber es geht doch nicht. Wer unterhält sich denn dann abends mit mir? Mortimer ist dein Freund, oder? Hat er dich ausgebuddelt? Ja, das kann man so sagen. Ich lag ziemlich lange im Dunkeln. Irgendwann öffnete sich der Deckel und Mortimer war da. Seitdem wohne ich bei ihm in der WG. WG? Ja, wie es aussieht, wird Mortimer in nächster Zeit nicht für dich da sein, um mit dir zu plaudern. Wir plaudern nicht. Wir diskutieren, wir beratschlagen, wir debattieren, wir plaudern. Aber niemals würden wir Skifahren. Hm? Wieso? Willst du etwa Skifahren? Ich will nicht Skifahren. Was ist Skifahren? Keine Ahnung. Ich muss weiter, ich habe Wichtigeres zu tun. Du wirst wiederkommen. Ich überlege gerade, eventuell die Synchronstimme von Dan Aykroyd oder Bill Murray, würde ich mal sagen, so spontan. Aber wie gesagt, ich bin mir leider nicht ganz sicher. So, in der Holzkiste ist ja sonst nichts mehr drin, oder? Der ist nicht drin. Mhm. Gut, den Wäschezuber, dann schauen wir uns doch mal. Cleverer Mechanismus, muss man schon sagen. Jupp, unten um. Ab in den Keller. Das wäre also der sagenumwobene Geheimkeller. Der Keller geht hinter diesem Gitter noch weiter. Ich kann nichts erkennen, aber ich würde wetten, dass sich das Buch im abgesperrten Bereich befindet. Okay, dann haben wir doch hier wieder ein bisschen was anzuschauen. Erstmal die Wandzeichnung. Eine Zeichnung auf einer Steinplatte. Sie zeigt einen Mann in einer weißen Kutte mit einem Stab in der Hand. Im Kopfstück des Stabes strahlt ein Diamant. Eine Art Lichtstrahl erhält ihn. Mhm, hier haben wir ja einen Lichtstrahl. Dann haben wir noch eine kleine Steinfigur. Eine kleine, dicke Figur. Sie hält einen Spiegel über ihren Kopf. Sieht uralt aus. Eine Zeichnung auf einer im Kopf. Hm. Dann haben wir hinten noch ohne Heckenschere. Ein Geheimkeller ist letztlich nur ein Keller. Und in denen werden Gartengeräte wie diese Gartenschere abgelegt. Ja, oder halt in der Hütte. Wie bei uns zum Beispiel. Solange ich jetzt nicht auch noch die Gartenarbeit machen soll. Nö, nur bisschen was freischaufeln. Nee, schneiden. Wir nehmen noch einen Holzstab mit. Hey, das ist der Stab von der Wandzeichnung. Etwa praktisch. 2 Meter lang und an der Spitze hat er dieses Kopfstück aus Bronze. Nur der Diamant fehlt. Das ist jetzt nicht so toll. Dann haben wir hier noch irgendwas, was wir nicht anschauen können. Oh, Gerümpel. Die traurigen Überreste untergegangener Kulturen und des letzten Campingausfluges. Oh. Ich kann nichts Interessantes in all dem Krempel entdecken. Okay. Ach, die Öffnung im Boden. Eine kleine, kreisrunde Öffnung im Boden. Sie ist mit altertümlichen Schriftzeichen verziert. Genau wie das Wandbild. Eine kleine... Dann gucken wir uns nochmal die Figuren hier an. Hinter dem Gitter stehen 3 kleine Steinfiguren auf dem Boden. Jede von ihnen hat einen anderen Edelstein als Auge im Kopf. Diese hier hat einen blauen Saphir im Schädel. Okay. Die Spinne hat einen Smaragd auf dem Rücken. Grün und unergründlich. Die Figur stellt etwas wie einen Hund dar. Er hat einen großen Rubin als Auge. Okay, und das Gitter? Ein Eisengitter ohne Tür oder Schloss. Dahinter ist ein dunkler Raum. Irgendwie muss ich dieses Gitter öffnen. Keine Chance. Es muss einen geheimen Mechanismus geben, der das Gitter öffnet.
Wäre ja auch zu einfach gewesen. Die Spinne hat... Das haben wir schon gesehen. Gut, dann können wir wieder nach oben. Und ich würde sagen, wir befreien erstmal das Grab hinten vor dem ganzen Gestrüpp mit der Heckenschere. Ich habe es geahnt. Jetzt mache ich also doch noch die Gartenarbeit. Ach komm, das bisschen. Es ist tatsächlich ein Grabstein. Okay. Ein kleiner Grabstein aus Granit. Kinski steht drauf. Ein kleiner Grab... Okay, dann... Ach, wir können ja mal mit Cheep Cheep reden. Tja, wer war jetzt Kinski? Ich glaube nicht, dass Klaus da beerdigt wurde. Tja, was für ein Artefakt es wohl geht. Hast du eine Idee, welches Artefakt so mächtig sein könnte, dass es einen zum Herrscher der Welt macht? Nein, das ist im Meer versunken. Nee, der wurde wieder in das Feuer geworfen, in dem er geschmiedet wurde. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendetwas sein, das keiner auf der Rechnung hatte. Etwas, nach dem niemand gesucht hat. Im Buch des Gremlins wird es stehen, wenn ich es doch nur schon hätte. Ich habe übrigens eine Geheimtür gefunden. Hey, Cheep Cheep! Stell dir vor, ich habe die Geheimtür gefunden und bin in den Keller vorgedrungen. Hey, ich könnte ein wenig mehr Aufmunterung gebrauchen, blödes Vieh. Danke. Ja, tut mir leid, du bist kein blödes Vieh. Mach's gut, Kleiner, und stell nichts an. Werden wir sehen. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch den Diamanten. Was haben wir denn jetzt Neues? Den Holzstab. Vielleicht kann die Mumie was dazu sagen. Obwohl vorher, Moment. Werden wir erstmal den Holzstab benutzen, um die Holzblende hier zu öffnen. Das Fenster ist offen. Die letzten Strahlen des Sonnenlichts können ins Haus. Mhm. Ja, und dann haben wir hier nämlich schon mal schöne Weiterleitung von den Lichtstrahlen. Guck mal gerade, wo die jetzt runter in den Keller geht. Ah. Einfach hier runter. Können wir das Ding denn eigentlich drehen? Der Lichtstrahl wird vom Spiegel der kleinen Figur reflektiert, aber er scheint einfach auf den Boden. Mhm. Der Lichtstrahl... Scheinbar noch nicht. Okay, dann gehen wir mal nach oben und reden mal wieder mit der Mumie. Vielleicht hat die ja noch irgendwas zu sagen. Da ist der Moment erstmal nur... Na toll. Moment mal. Ein Holz? Na toll. Darin... Weiße Hemden, graue, was ein war das? Na toll. Socken, rote Unterhosen. Wie genau öffnet man eigentlich das Gitter unten im Keller? Wie genau kann man das Gitter im Keller öffnen? Hey, ich rede mit dir. Du kannst sprechen? Weißt du was? Vergiss es. Ich bekomme schon selbst heraus. Lieber suche ich jeden Zentimeter dieses Hauses ab, als mir länger diese Gespräche mit dir anzutun. Och. Du kannst sprechen? Weißt du, wo ich den Edelstein für den Stab im Keller finden kann? Ich weiß, du warst nie da unten. Aber im Keller stand ein Stab. Und ins Kopfstück dieses Stabs gehört ein Edelstein, ein Diamant. Weißt du vielleicht, wo der ist? Aber natürlich, Mortimer. Du hast mich doch gebeten, ihn zu verstecken. Weißt du es nicht mehr? Ich habe es wohl vergessen. Wenn du mich nicht hättest. Würdest du ihn mir bitte geben? Ich brauche ihn mal kurz. Wen? Den Stein. Und bevor du fragst, ich meine den Stein, den du für mich aufbewahren solltest.
und erzähl mir nicht, du hättest es vergessen. Wie könnte ich das vergessen? Es war dir sehr wichtig, dass niemand den Stein finden kann. Okay. Dann gib ihn mir bitte jetzt zurück. Wie käme ich dazu, einer völlig fremden Person Mortimers Stein zu geben? Tja, ich habe allerdings keine Lust zu diskutieren. Ich muss aber auch hier mal die Folge beenden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir werden dann das nächste Mal versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er uns den Stein gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ciao, ciao.